Das Erfolgsprojekt Natur im Garten macht nicht nur Schule, es geht auch genau dorthin. Gemeinsam mit den Schulen und Kindergärten sollen nämlich deren Außenflächen Orte zum Lernen werden. Sie sollen einladen zur Entspannung, zu sozialer Interaktion und sie sollen in den Pausen als Erlebnis- und Erholungsraum dienen. Dafür gibt es für die Schulen kompetente Hilfe. Die landwirtschaftliche Fachschule Ritzelhof in Ansfelden erstellt gerade ein grünes Klassenzimmer. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können sich dort Informationen und Ideen holen, sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger. In Ritzelhof selbst am Schulstandort wird ein grünes Klassenzimmer eingerichtet, wo einerseits die Klassen auch hinkommen können, dort entsprechend Unterricht abhalten können oder einfach sich mit der Natur beschäftigen können. Dazu stehen auch die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, auch die Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, es wird fachlich auch sehr gut begleitet. Wir haben ja schon gewisse Schulen, die Erfahrung haben, und da haben wir die Rückmeldung, dass insbesondere die Pädagoginnen und Pädagogen etwas lernen für den eigenen Garten auch. Das heißt, man lernt ja wirklich fürs Leben, wie man den eigenen Balkon gestalten kann, wie man den eigenen Garten gestalten kann. Und ehrlicherweise, man lernt auch nie aus. Das sieht man auch. Es gibt auch Pflanzentrends, die Pflanze des Jahres etc. Das heißt, da gibt es wirklich die eigene Fortbildung auch. Das Angebot richtet sich jetzt zuallererst einmal an die Volksschulen. Weitere Schultypen sollen später folgen. Am 11. Mai gibt es einen Pädagogiktag, an dem das Projekt den interessierten Schulen vorgestellt wird.